Ich bin die Olivia und ich arbeite am Lehrstuhl Sportmanagement an der Universität Leipzig und promoviere dort und bin Doktorandin. Ich habe sowohl meinen Bachelor als auch meinen Master hier an der Sportwissenschaftlichen Fakultät gemacht im Sportmanagement und bin dann quasi direkt dort geblieben als Doktorandin. Also ich bin im ersten Mastersemester direkt schwanger geworden und nach einem Semester Pause habe ich dann wieder weitergemacht, aber konnte natürlich dann auch nicht in vollem Umfang wieder komplett da sein. Habe ein bisschen reduziert an Lehre, mehr auch von zu Hause gearbeitet, hatte aber in dem Sinne nie Probleme damit, weil meine Dozenten da immer sehr verständnisvoll waren. Mein Name ist Georg Teichert und ich bin seit 2010 zentraler Gleichstellungsbeauftragter der Universität Leipzig. Das Gleichstellungsbüro ist eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle rund um das Thema Frauenförderung, Inklusion und natürlich auch Vereinbarkeit von Studium, Familie und Beruf. Wir haben mehr studentische Eltern an der Universität Leipzig. Wir sehen das nicht nur im Hauptcampus, dass es selbstverständlicher ist, die Kinder mitzubringen. Aber auch ganz konkret haben wir Beschlüsse zum Thema Kinder in Lehrveranstaltungen durchgeführt. Wir haben zum einen natürlich die Herausforderung, dass wir als wachsende Universität immer mehr Studierende bekommen und dann auch damit verbunden natürlich auch mehr Studierende mit Kind. Das ist ein sehr, sehr schöner Umstand. Macht natürlich aber die Situation rund um Kinderbetreuung, Flexibilisierung und so weiter immer schwieriger tatsächlich. Und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir als Einrichtung unser Bestes dazu tun, um da den Studierenden auch einen Studienerfolg zu ermöglichen und ihnen nicht noch zusätzliche Hürden in den Weg zu legen. Ja, ich heiße Adrian, bin der Papa von Finja, die ist jetzt 4 geworden, und von Taya, der ist 1. Ich habe hier Biochemie studiert in Leipzig im Bachelor und bin jetzt in Halle und studiere da auch Biochemie im Master. Ich bin Silja und ich habe seit 2012 bis jetzt zum Sommer-Herbst mein Staatsexamen in Grundschullehramt gemacht und dann mit einem Zweitstudium angefangen. Das ist ein Master, der heißt Professionalisierung frühkindlicher Bildung. So ein bisschen eine Vertiefung sozusagen des vorherigen Studiums. Und ich bin seit 2013 Mutter von Finja, die ist jetzt 4 Jahre alt. Und Taya ist 2016 geboren, also jetzt 1 Jahr alt. Ja, die Angebote der Uni sind ja relativ vielfältig. Also das reicht ja von Betreuung über irgendwie eine Beratung hin zu verschiedenen Aktivitäten, die es gibt. Und da haben wir verschiedene Sachen angenommen. Also die Sozialberatung ist da schon sehr gut. Da gibt es sehr viele Stellen, auch viele Anlaufstellen. Es gibt eben ja auch vom Stura das Referat für Soziales, was eben auch beraten kann oder eben zur Seite steht bei Hilfen. Das haben wir schon in Anspruch genommen, also auch uns beraten lassen, überlegen, wie macht man das finanziell. Das ist irgendwie auch eine Überlegung, die man hat. In der ersten Schwangerschaft waren wir mal bei so einem Infoabend, was so ein bisschen so ein Rundumschlag war. Also was gibt es alles für Angebote von der staatlichen Seite, was gibt es von der Uni? Und da ging es ja vor allem auch um Finanzierung natürlich und wie teile ich mir mein Studium dann jetzt ein, wie ist das mit Regelstudienzeit, wie ist das mit BAföG und solche Sachen. Und das haben wir genutzt und sonst zum Familienfrühstück gehen wir tatsächlich wirklich eigentlich immer. Weil man da auch besonders diese Atmosphäre hat, man ist als Familie irgendwie willkommen. Da gibt es viele Eltern, die mit Kindern eben hingehen. Was wir auch noch gemacht haben, sind natürlich Eltern-Kind-Sportkurse. Also die gibt es auch vom Unisport und das haben wir jetzt mit Finja gemacht. Das ist irgendwie auch ein sehr gutes Angebot. Auch da kann man sich über mangelnde Plätze beschweren, da muss man ein bisschen Glück haben, reinzukommen. Aber das war auch was, was uns sehr viel gebracht hat oder was uns auch Spaß gemacht hat, weil man wieder auch mit studentischen Eltern irgendwie in Kontakt kommt, wenn man das möchte. Ich denke, dass die Vernetzung untereinander mit studentischen Eltern deshalb so wichtig ist, weil man irgendwie sich austauschen kann, wie man Sachen organisiert, wie macht der andere das mit der Prüfung, wie kann man sich vielleicht auch gegenseitig noch bei was unterstützen, sei es, dass man mal dann 5 Kinder hat oder so, auf die man aufpasst, damit jemand anders lernen kann. Also ich bin Sozialberaterin im Studentenwerk Leipzig. Ich speziell berate Studierende mit Kind. Und das mache ich ungefähr seit 10 Jahren, die Arbeit. Und es macht wahnsinnigen Spaß. Also an Infoveranstaltungen gibt es monatlich eine Veranstaltung für Studium mit Schwangerschaft oder auch Studium mit Kind. Es gibt speziell an der Universität zum Studienbeginn Vorträge Studium mit Kind, wo wir hauptsächlich die Studienanfänger ansprechen wollen, die uns kennenlernen sollen und zum Beispiel auch auf Probleme hingewiesen werden sollen oder auf Finanzen, die noch zu beantragen sind. Also unsere Hauptthemen sind ja die sozialrechtlichen, aber wir empfehlen eigentlich allen Studierenden, also auch die finanziell gut gestellt sind, zu uns zu kommen. Wir beraten also nicht nur in der finanziellen Not, sondern wir beraten ja auch zu diesen stufenweisen
Sachen, die man beantragen muss. Das geht ja immer so von einem, das geht vom Kindergeld bis Elterngeld und so weiter. Und das interessiert ja eigentlich alle. Wir können auch aus unserem Erfahrungsschatz plaudern. Wir können die Studentinnen oder auch die studentischen Väter natürlich hinweisen, was sie für Rechte im Studium haben, zum Beispiel an Zeitverlängerung und so weiter. Mutterschutz, Elternzeit spielt da ja eine wesentliche Rolle. Und da merken wir eigentlich schon nach so einer Beratung, wie Erleichterung eintritt. Weil vorher ist das ein riesengroßer Problemberg erstmal. Und da können wir in den meisten Fällen doch ein Stück weit Abhilfe schaffen. Das größte Problem, glaube ich, vor dem wir standen, ist eben die Betreuungssituation. Und das ist natürlich auch Sache der Uni, aber eben nicht primär, würde ich sagen. Und die Betreuungssituation in Leipzig ist eben, ja, war damals schon schwierig, ist heute immer noch schwierig. Die Uni-Kitas, da wären wir gerne reingekommen sozusagen. Die sind zum Teil aber auch für Mitarbeiter, Kinder sozusagen und studierende Kinder. Das heißt, das Angebot reicht dann einfach nicht aus. Das ist im Prinzip noch zu wenig, wenn man mal hochrechnet, wie viele Studierende da ihre Kinder hin oder da gerne hätten vielleicht, wie viele Mitarbeiter, und dafür reichen die Plätze dann nicht aus. Was ich mir gewünscht hätte, wäre damals wirklich ein Betreuungsplatz in der Uni. Also dann wäre, glaube ich, auch dieses Vernetzen der Eltern in einer ähnlichen Situation, das wäre auch ganz anders gewesen. Also wenn ich hätte ihn sofort genommen. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn ich einen Kita-Platz in einem universitären Kindergarten bekommen hätte. Jetzt zurzeit wird einer gebaut bei mir an der Fakultät direkt. Ich könnte mir auch vorstellen durchaus, dass wenn sie dann in den Kindergarten kommt von der Krippe, dass sie rüberwechselt, was halt einfach viel praktischer ist. Die Uni hat mittlerweile auch Kita-Plätze geschaffen. Reicht bei weitem nicht. Studentenwerk hat Kita-Plätze geschaffen. Reicht bei weitem nicht. Das wäre natürlich auch Verbesserungsbedarf. Ne? Immer noch. Es ist mir völlig klar, das ist nicht so eine Sache, die man einfach bei drei aus dem Boden stampft. Aber einfach das zu erkennen und das zu machen, das ist also wirklich eine wunderbare Sache und ich würde mir wünschen, dass es weitergeht. Wir haben eine Unterdeckung von über 1000 Plätzen im Kita- und im Krippenbereich und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Studierenden aus. Da müssen wir gemeinsam mit der Stadt Leipzig über Lösungen nachdenken. Hallo, ich bin Anja. Ich bin im Vorstand von den studentischen Eltern Leipzig e.V. Leider schon lange kein Student mehr, aber sehr engagiert und möchte die Studenten unterstützen, die ein Kind haben. Das Konzept ist, dass sich studentische Eltern gegenseitig helfen. Das ist erstmal das Grundkonzept. Das heißt, wenn man ein Kind im Studium bekommt, kann man unsere Räumlichkeiten nutzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Also erstmal stellen wir Räumlichkeiten zur Verfügung. Das heißt, wir haben Räumlichkeiten angemietet, beziehungsweise stellt uns das Studentenwerk die Räume zur Verfügung, wo man mit den Kindern spielen kann. Wir haben eigenes Klo, eigenes Schlafzimmer, eigene Küche und mit dem Kind zusammen arbeiten kann. Das heißt auch ein Arbeitszimmer, wo Computer zur Verfügung stehen. Besonders, denke ich, an der Zauberkiste ist, dass sich Studenten untereinander helfen. Also dass man sich wirklich tatsächlich miteinander austauschen kann und die gleichen Probleme hat. Weil es ja schon auch eine Umstellung ist, wenn du im Studium ein Kind bekommst. Also es ist wichtig, dass man sich untereinander vernetzt, weil man sich sonst alleine fühlt als Student mit Kind. Da man alleine oder zumindest unvernetzt die Informationen gar nicht alle bekommen kann, die man braucht oder bräuchte als Student mit Kind. Weil es auch viele kommen dann einfach noch auf andere Ideen, weil jeder Fall ist auch trotzdem unterschiedlich, auch wenn alle ein Kind haben und Studenten sind, gibt es trotzdem noch so Eckfaktoren, die bei verschiedenen Studenten anders sind und da brauchst du dann die Spezialisten, die was dazu sagen können. Und das funktioniert wunderbar in einem Netzwerk von verschiedenen Spezialisten. Ich bin Franzi und studiere Medien- und Kommunikationswissenschaft und er ist 7 Monate alt, der kleine Erwin. Also ich muss sagen, von der Uni bin ich super positiv beeindruckt. Also ich habe bisher nur Unterstützung erfahren, sowohl von den Profs als auch von der Organisation. Also mein Urlaubssemester war natürlich auch gar kein Problem anzumelden. Die Zappelkiste ist ein ganz tolles Angebot, wie ich finde. Es müssen natürlich genug Muttis oder Eltern zusammenkommen, damit das funktioniert. Aber das Angebot ist da, die Räume sind da, von daher ist es eine tolle Unterstützung. Bisher habe ich da nur Unterstützung erfahren, was meine Masterarbeit angeht, dass ich die schreiben kann und dass sich natürlich alles auch ein bisschen verlängert durch ein Kind. Das ist nur gut gewesen. Also was uns wichtig ist, was wir den Eltern gerne mitgeben wollen, ist, dass wenn man ein Kind im Studium bekommt, dass nicht das der Untergang ist, dass man jetzt aufhören muss mit Studieren, sondern es geht auch weiter. Es gibt in Leipzig ganz tolle Angebote seitens des Studentenwerks, der Stura, Gleichungsbüro, ganz viel Unterstützung, die man sich holen kann,
sodass man einfach das Netzwerk bilden muss, sich mit anderen auszutauschen, um dann zu wissen, dass es mit Kind auf jeden Fall, man kann mit Kind studieren, muss auch kein Urlaubssemester unbedingt nehmen. Ich persönlich empfehle, weiter zu studieren und sich Hilfe zu suchen in der Zeit. Und dann vielleicht ein bisschen langsamer das Studium anzugehen, aber nicht komplett abzubrechen. Was wir als Universität aber immer wieder sagen, wenn man dann während des Studiums schwanger wird, dann kriegen wir das auch hin. Und das ist das Wichtige, es darf kein Grund sein, ein Studium abzubrechen. An uns scheitert es nicht. Wir haben einige Hürden, wir haben sicherlich auch einige Querköpfe von unseren Lehrenden, die sagen, das gehört nicht hierher. Wir als Universität, wir als Universitätsleitung mit unseren Rektoren sagen aber ganz klar, wir freuen uns darauf und wir kriegen das gemeinsam hin. Ja, ich finde das Studium einen sehr guten Zeitpunkt, um Kinder zu bekommen. Aber es müssen auch Rahmenbedingungen passen. Ich wusste schon immer, dass ich früh Kinder haben wollte. Und für mich hat das damals perfekt gepasst und ich würde es sofort wieder so machen. Sicherlich hatte ich Glück, dass ich diese Stelle dann so bekommen habe und jetzt mit einer halben Stelle halt die Flexibilität habe, die ich mir auch gewünscht habe. Und im Studium hat man die halt. Im Studium kann man sich, also in Sachsen haben wir keine Anwesenheitspflicht, und man kann sich's einteilen. Und ich bin immer auf Verständnis getroffen in allen Situationen, ob es mit Freunden, mit Kommilitonen, mit Dozenten, mit dem Prüfungsausschuss, mit allem. Also ich hatte nie Probleme im Studium mit Kind. Aber das, was wir hier klären können, da würde ich sagen, nach wie vor stehe ich auf dem Standpunkt, das Studium ist eine gute Zeit, um Kinder zu bekommen. Und es gibt vieles zu regeln. Man muss nur auch selber tätig werden. Das ist ja hier unser Prinzip, ne? Wir sagen, wie es gemacht wird und auf den Weg gehen die Eltern alleine. Wir versuchen, die also sozusagen zu Spezialisten in eigener Sache auszubilden, wenn sie so wollen. Und gerne können sie auch zwischendurch bei uns eine Frage stellen kommen. Wir stehen ihnen da zur Seite und viele andere auch. Man muss nur eben auch aktiv sein. Und deswegen sagen wir ja, mit ein bisschen Engagement und mit ein bisschen Hilfe von außen und mit einer anderen Struktur gelingt das.